liebe Leute, herzlich willkommen zu unserem nächsten Musikertipp und heute geht es ums Thema Rhythmus. Viele Leute sagen, oh, Rhythmus ist gar nicht mein Ding, da bin ich voll schlecht drin und wissen überhaupt nicht, dass man das super einfach und mit ganz viel Spaß trainieren kann. Und ich zeige euch heute eine ganz einfache Übung, wie ihr euer Rhythmusgefühl, eure Rhythmussicherheit ganz einfach verbessern könnt und zwar mit Musik und ohne Musik. Jedes Lied oder Song beruht auf einem Grundbeat, dem sogenannten Puls, und den kann man einfach mit ganz gleichmäßigen Schlägen begleiten. Natürlich in verschiedenen Tempi, das jetzt einfach das Entscheidende ist, dass es gleichmäßig ist. Und jetzt ist die meiste Musik in unseren Breitengraden in Viererpäckchen eingeteilt. Das heißt, wir zählen, während wir diese Schläge machen, einfach mal bis vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Wenn wir ein schnelleres Tempo nehmen, wäre das vielleicht 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 und so weiter. Oder ein langsames Tempo. 1, 2, 3, 4, 1, 2 und so weiter. Und jetzt probiert doch mal aus, verschiedene Musik zu hören und rauszuhören, wie ist die Geschwindigkeit und wie kann ich dazu diesen Grundbeat, diesen Puls klopfen. Ich habe ein Beispiel vorbereitet, da hören wir rein. Und wir begleiten das einfach mit diesen gleichmäßigen Schlägen. Wenn wir jetzt einen anderen Song hätten, ein anderes Stück, könnte das langsamer oder schneller sein. Genau. Das ist das ganz einfache Grund, die einfachste Grundbegleitung. Und das mal rauszufinden mit verschiedenen Liedern, ist der erste Schritt. Einen zweiten zeige ich euch noch. Wir haben ja zwei Hände und beim Musikmachen braucht man ja meistens das Zusammenspiel zwischen den beiden Händen und so eine gute Koordination. Und deswegen können wir jetzt mal mit der einen Hand diesen Grundrhythmus spielen und mit der anderen Hand jeweils nur einen von den vier Schlägen auch einen Schlag machen. Ich schlage vor, wir starten mit der Eins. Wir zählen erstmal 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Auch das könnt ihr in verschiedenem Tempo ausprobieren und immer gleichmäßig auf die 1 mit beiden Händen und auf die anderen Schläge nur mit der anderen Hand. Dann probiert ihr es mal aus, auf den Schlag 2 mit der anderen Hand zu schlagen. Also 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oder auf den dritten Schlag. Das wäre dann 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oder natürlich auf den vierten. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Und das Ganze könnt ihr jetzt mit vertauschten Händen machen. Mit der anderen Hand den Grundrhythmus schlagen und dann mit der freien Hand auf jeweils einen von den Schlägen. Und das jetzt auf verschiedene Lieder anzuwenden, einfach einen Song anmachen, hören, erstmal den Grundrhythmus finden und dann auf die verschiedenen Schläge mitzählen, das gibt euch ganz gut Sicherheit und macht dazu auch noch Spaß. Am allermeisten, wenn ihr rumexperimentiert mit verschiedenen Sounds. Ihr könnt Flaschen nehmen, wo ihr gegenklopft oder stampfen, schnipsen, klatschen, Body Percussion, irgendwas, irgendwo draufhauen. Und ja, das gibt Sicherheit, macht Spaß und ihr merkt, wie das immer einfacher wird. Dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Eure Elo.